Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Wir begeben uns auf die epische Suche nach den vielen, vielen grünen Münzen und den vielen, vielen gelben Münzen. Und das ist auch gut so. Wir können's halt. Aber was ich jetzt schon sagen kann, die werden gut versteckt sein, beziehungsweise wieder sehr gut verteilt sein, besser gesagt. Und von daher... Oh Gott. Nicht wundern, wenn das noch ein bisschen dauern sollte hier. Wenn wir mal wieder den ganzen Part verbrauchen sollten, aber wir haben ja im letzten Part schon sehr gut vorgearbeitet. Also ihr seht schon, wir haben schon 72 normale Münzen. Wir haben immerhin 3 grüne. Das ist noch nicht so die optimale Ausbeute, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Wobei wir ja gleich den 4. holen. Aber das passt schon. Goomba. Blockgoomba? Nein, komm her. Komm her. Wir wollen deine Münze. Danke. Geht doch. Geht doch, Alde. So. Okay. Ah! Meine Güte, da wäre er beinahe wieder draufgegangen, der gute Mario. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Ekusare nicht noch mehr Safe Stage schenken. Das wäre ja schrecklich. Oh, meine Güte. Ja, so viel dazu. Ja, ja, ja. Es gibt gewisse Dinge, die darf ich einfach nicht sagen. Das ist wie... Keine Ahnung. Was sind noch für Sachen, die man nicht ohne weiteres sagen kann, oder? Das Folgenbot. Das ist wie jetzt, wenn man sich vor den Spiegel stellt, sich irgendwie... Wie war das? Im Kreis dreht und dann dreimal Bloody Mary sagt, oder? War da nicht irgendwas? Sich irgendwie vor den Spiegel stellen, sich dreimal im Kreis drehen und Bloody Mary sagen. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Aber das sollte man auch nicht tun. Dann passiert nämlich was Schlimmes. Probiert es mal aus. Und falls ihr noch lebt, um mir davon zu berichten, sagt mir, was passiert ist. Okay. Nein, tut das nicht. Tut das besser nicht. Don't try this at home. Macht das irgendwo draußen, aber nicht zu Hause. Uba! Da ist noch eine grüne Münze. Wie komme ich da ran? Wie komme ich denn da ran? Ich glaube, die holen wir uns zuallererst mal. Hier kommen wir ja auf jeden Fall wieder hin. Ich habe jetzt auch jede Menge gesehen gerade. Au. Da bekommt Marius Chiropraktiker wieder einiges zu tun. War es aber auf jeden Fall nicht. Wie komme ich denn... Was ist denn das für eine Plattform da? Wie komme ich denn da hin? Merkwürdig! Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das mit der Kanone. Erst einmal. Hey! Kumpel! Ich bin noch nicht fertig! Ihr kommt alle noch dran. So, Nummer 5. Da hinten. Das. Wie komme ich denn da drauf? Ich glaube, ich weiß, wovon ich da drauf komme. Aber da müssen wir uns, glaube ich, wirklich später mal drum kümmern. Ah ja, hier erscheint dann der Münzstern. Und da hinten sehe ich eine weitere grüne Münze. Also machen wir einen todesmutigen Sprung. Oh. Sehr gut. Verdammt. Oh. Wenn ich mit... Was? Ach da. Gut, okay. Wenn ich mir die hole... Dann... Das wird vielleicht episch. Es wird episch. Yeah. Das speichern wir natürlich. Ein Stern ist eingesackt und... Boah. Jetzt nichts wie Energie sammeln. Mit einer grünen Münze die 100 vervollständigt. Sehr gut. 2 fehlen noch. Dann haben wir auch diese unglaubliche, verruchte Mission geschafft. Die so verrucht ist. Der ruchlose Dude. Der macht ruchlose Missionen. Hier war ich ja noch gar nicht in dem Bereich. Interessant, was hier noch alles so ist. Oh ja, klar. Das schafft man auch so schnell. Hier darf man nicht vorsichtig sein, oder was?
Ist ja ganz toll. Da will ich alles nur auf Kamikaze-Art und Weise machen. Ich sehe schon. Ab diesem Teil wollen wir, dass das schon eine ganze Weile sein muss. Man muss ein bisschen geskillter werden im Laufe des Spiels. Das merkt man schon. Am Anfang war es wirklich noch sehr, sehr gut ohne Save States machbar. Inzwischen habe ich so meine Schwierigkeiten. So, aber die siebte Münze ist unser. Das ist überhaupt das Wichtigste. So, aus dieser Übersicht sehe ich mal noch keine. Deswegen gehen wir erstmal hoch. Vielleicht haben wir sie auch schon irgendwo aus dem Augenwinkel gesehen. Ich bin gerade am Überlegen. Aber ich glaube, alle, die wir aus dem Augenwinkel bisher gesehen haben, haben wir uns jetzt auch inzwischen alle geholt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich erinnere mich jetzt gerade an keine, die ich irgendwie, wo ich irgendwie gesagt habe, die hole ich später, die ich dann auch wirklich dann auch nicht mehr geholt hätte oder so. Ich glaube, ich habe sie dann auch wirklich alle geholt. Aber was ich zu glauben meine und ach, ihr wisst schon. Das ist wie, ja, hier waren wir aber noch gar nicht, diese Aussage, die ich andauernd in diesem Let's Play treffe, die einfach nicht wahr ist. Und das war ein unnötiger Safe State. Egal. Das war ein Faulheits-Safe State. Ich habe mich ja noch an der Kante gerettet gerade. So. Gut. Ja, und da ist die letzte. Sehr gut. Bam, ba, da, ba, da, ba, bam. Aufnahme kann weitergehen. Sammeln wir den Stern. Wir können es halt. Und ich glaube, dazu mussten wir jetzt, mal überlegen. Hier drauf? Ja, genau. Von da aus gab es dann den Weg. Genau, hier hoch und dann links und dann... Meint ich, kamen wir in die Richtung. Genau. So. Mit jetzt eines... Nein, keinen schiefen Dreisprung machen. Das geht nur wieder in die Hose. Mario, du müsstest es doch inzwischen wissen, dass sowas in die Hose geht. Das ist sowas immer recht. Ja. Unser lieber Mario, der kann es nicht anders. Er muss es einfach so machen. Eine gewagte Aktion nach der anderen. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. So wollen wir den Mario sehen. Schieß dich rüber, mein Freund. Schieß dich rüber. Prima. Und schon ist ein weiterer Stern in unserem Besitz. Yeah! Sehr gut. Okay. Stern Nummer 94. Wir haben die Münzsuche abgeschlossen. Eine weitere. Glücklicherweise. Aber noch ist hier nicht Schicht im Schacht. Die Regenbogengalaxie hat nämlich noch eine weitere Mission. Das Ende des Universums. Bis zur Unendlichkeit. Ah ja. Also einmal geht es um die Unendlichkeit und jetzt hat das Universum hier auf einmal doch ein Ende. Mensch, Bro, Dude. Das Ende des Universums. Ich habe keine Ahnung, was der Poet uns damit sagen will. Ich habe eine eigene... meine eigene Theorie und die werde ich jetzt auch verfolgen. Nämlich, wir gehen nochmal zu diesen Schneegipfeln-Gedöns. Ansonsten müssen wir vielleicht wieder nach irgendwelchen auffälligen Münzreihen Ausschau halten oder nach irgendwelchen neuen Flugkappen, Blöcken, Gedöns. Ihr wisst schon. Irgendwie. Alter! Machst du mich sauer, hä? Irgendwie nach sowas. Mal gucken. Ich meine, diese Missionsbeschreibungen sind ja immer ganz schön und poetisch und alles, aber sie helfen einem null weiter. Und das kann ich so nicht länger akzeptieren, Bro Dude. Das lass ich so nicht stehen. Falls ihr euch wundert, was ich vorhab, ich will mal gucken, ob ich mich auch darüber schießen kann. Oder da hoch? Ich speichere mal. Ich benutze mal ein Save State. So, okay.
Ja, es hätte so rein von der Theorie her, hätte es ja klappen können. Aber es klappt nun mal nicht immer, wie man sich das vorstellt. Ah. Ah. Ja, sag ich ja. Unglaublich. So. Dann machen wir hier mal weiter. Irgendwo hier. Vielleicht. Da sind diese Berggipfel. Diese schneebedeckten Berggipfel. Dass wir vielleicht irgendwie da hinkommen. Aber von da aus nicht. Wie bin ich denn? Ich hab's schon wieder vergessen. Wie bin ich denn von da aus? Es ist erst ein paar Minuten her, aber ich hab's schon wieder verdrängt. Aber das wundert euch nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht mehr, wie ich von da überhaupt hinten hinkam. In dieses Schneegebiet. Also ich bin jetzt gerade im Schneegebiet, aber ich bin nicht in dem Schneegebiet, wo ich dachte, dass ich... Ach, ihr wisst schon. Ich glaube, das war von da aus, wo... Aua. Ich glaube, das war von da aus, wo der Münzstern erschienen ist, oder so ziemlich? Da, wo diese Kanone war und so? Dass man uns von da aus darüber ballern konnte? Da hinten hin, dahin will ich nämlich. Ha. Ja, ja, so mussten wir das machen. Wir mussten das von der anderen Kanone aus machen. Okay. Dann machen wir das so. Dann schießen wir uns erstmal hier rüber. Und gucken mal. Hey. Ach. Die wollen aber auch alle immer Ärger. Es ist so. Es ist fast schon tragisch. Es ist. Es ist einfach ha. Mario, wirst du mir jetzt nicht sagen, dass du da nicht hochkommst. So. Okay. Und dann würde ich mal sagen, springen wir jetzt einfach mal darüber. Warum nicht? Wir können es nämlich! Und ich stelle gerade fest, wir können es nicht! Oh. Oh komm, vorhin habe ich das doch auch gekonnt, ey. Ich glaub... Sobald man anfängt, Mist zu labern, passiert sowas. Ich glaub das voll nicht grad, ey. Das ist irgendwie... Okay, diesmal hat es doch so funktioniert. Prima. Dann gehen wir nämlich jetzt mal wieder hier. Das ist so meine Theorie, die ich habe. Wenn sie falsch ist, dann... Muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber das war wirklich ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren und in dem wir bisher auch dementsprechend noch nichts zu suchen hatten. Oh, weia. Aber das wird schwierig. Das schaffe ich ohne Save States nicht. Oh, Mann. Bleibt da an diesem Block hängen. So sollte er das eigentlich machen. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Wahnsinn. Hat ja sogar hingehauen. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass es hinhaut. Okay. Ein weiterer Weg. Das muss einfach sein. Das muss einfach der richtige Stern sein. Das muss der geheime, der einzig wahre, der einzige Stern sein. Der wahre Stern. Der Unendlichkeitsstern. Der leck mich am Arsch. Ist das ein Kackstern-Stern? Genau. So. Und wie wir ihn einsammeln, Leute? Wie ihr. Wie ihr Zeuge werdet meines unglaublichen Triumphes. Das werden wir im nächsten Part sehen. Bis dann.